Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bei mir eine Marke auf dem Tisch, wie ich sie auch noch nicht da hatte. Eine dieser vielen chinesischen Marken, die im Moment wie Pilze aus dem Boden schießen. Bestech Knives Professional Manufacture. Naja, das Schaumoment habe ich mal drei Modelle hier zum genauer Begutachten. Kommen hier in dieser Bestech Knife Pappschachtel. Aber das Modell finde ich richtig cool. Bei diesen ganzen Titan-Frame-Lock-Folder-Modellen, die es da so momentan auf dem Markt gibt mit chinesischem S35VN-Stahl, welche stellenweise halt in höheren Preiskategorien angesiedelt sind, zwischen 200 und 300 Euro, da muss ich sagen, da bin ich wirklich nicht Freund von, denn für solche absoluten, ja ich sag's jetzt mal, No-Name-Messer, solche Preise zu bezahlen, wo ich ein gebrauchtes Sebenzer für kriege, na, das überlege ich mir dann zweimal. Was mir aber gut gefällt, sind hier bei den chinesischen Marken mit guter Qualität diese, ich will jetzt nicht sagen Low-Budget, aber diese Budget-Folder, die so im Preis zwischen ja, 25 bis 75 Euro angesiedelt sind, dann da bekommt man dieselbe gute Verarbeitungsqualität wie von den großen Titankloppern, nur halt manchmal mit etwas einfacher Materialien, G10 und normaler Stahl anstatt S35VN und Titan, aber hier hast du halt immer extrem viel Messer für dein Geld. Das ist wie so bei den günstigeren Real Steel Messern, oder wie war das jetzt mit der Messermarke von Phoenix, mit diesen Messern, die sind einfach klasse im Preis-Leistungs-Verhältnis und auch dieses Modell ist echt der Hammer. Gucken, ob wir es gegen die Spiegelung reinkriegen hier. Das Grampus. Ja, spiegelt jetzt super. Ja, Grampus, wenn wir schon da sind, sehen wir oben den Stahl. D2 Stahl. Super Kombination. Cool gegroovtes G10. Wirklich top. Drunter. Schön, hier mit super nicht nur gebrochen, sondern richtig angefasst. Also eine richtig schöne 45 Grad Kante drüber. Super verarbeiteten Platinen drunter, die auch noch stark skelettiert sind, um das Gewicht runterzubringen. Super Handlage, schön hier, Fingergrooves, hier schön geschwungen. Interessant gestaltete Klinge, Kugellager, Flipper, Clip. Das auch mal schön gemacht in so einem Enddorn. Das Lanyard-Hole, das Ganze verwendbar als, naja, die Jungs, die mit Kubutan umgehen können oder, damit bin ich mir ziemlich sicher, kriegst du auch noch wunderbar als Glasbrecher im Notfall eine Scheibe eingeschlagen. Und auch alles schön angefasst, hinten top abgeschlossen und verarbeitet. Schön breit, hat ein richtig gutes Volumen in der Hand und ist ein einwandfreies Taschenmesser. Und die Klinge, ich weiß nicht, ob ich es hier so einfangen kann, weil das so komisch ist, die fällt, ne, also hier. Freifallerklinge, also für die Freunde, die gern flippen mit den Dingern, das Ding läuft wie Butter. Das ist der Hammer. Preisklasse soll sich das Messer zwischen 40 und 50 Euro bewegen. Das ist ja wirklich dann unter 50 Euro. Ist das dann eine Hausnummer, wo ich sage, okay, da kannst du nicht viel falsch machen. Schön hier oben noch ein bisschen Stonewash, hier satiniert. G10 mit einem schönen Muster, auch schön griffig. Clip, jo, keine Schönheit, aber funktioniert, sitzt bombig in der Hosentasche. So, Endgriff Dorn mit Lanyard Hole, Backspacer massiv hier drin, top verschraubt, skelettiert, G10 D2. Gutes Design, gute Handlage, guter Preis, also so lasse ich mir die chinesischen Messer gefallen. Wie gesagt, in dieser Klasse zwischen 25 und 75 Euro in diesem Preisrahmen kriegt man fantastische Messer für wirklich guten Preis von für zu guter Qualität von manchen chinesischen Herstellern. Währenddessen ich wirklich inzwischen einen Bogen mache um die teuren Titanklopper, obwohl da hat ja auch erst der Matthias Dittgen letztens einen vorgestellt, einen Titan Framelock S35VN Folder für Real, Normalpreis 70 Euro, okay, dort kann man dann auch nichts mehr sagen. Ne? Aber ich sag mal, viele dieser hochpreisigen chinesischen Titan-Framelock-Folger,
die in Massen auf den Markt kommen, die verwässern die ganze Geschichte nur. Und in dem Moment, wo wir die Dinger gekauft haben, sind die so gut wie wertlos, hat aber 200 Euro auf den Tisch gelegt, da kaufen wir lieber ein gebrauchtes Sebenza aus dem Secondhand-Markt im Forum, als mir so ein Klopper. Aber sowas hier, das sind ja super EDC für Wahnsinnspreis-Leistung. 141 Gramm. Ja, das hat ganz schön Stahl hier dran an dem Ding. Trotz Skelettierung, aber Flipper finde ich sowieso klasse. Hat man einen super Öffnungsmechanismus, anschließend hast du noch einen super Fingerguard. Und das ist kein kleines Messer. Wir haben hier an die kürzeste Stelle eine 87 mm Klinge. Wir haben eine 84 mm Schneide. Ja. Hier runter an die längste Stelle 95, 86. Ja. Ausreichend große Klinge, fast 8,5 cm lange Schneide und bis über den Dorn haben wir eine Gesamtlänge von 20,6 cm. Das ist ein ganz ordentliches Taschenmesser und für den Alltaggebrauch wirklich super. 3,2 mm starke Klinge, Griff ist richtig schön, fast 1,6 cm dick. Ja, mein erster Kontakt zu Bestech Knives. Ich habe noch zwei Titan-Folder da, die schauen wir uns dann auch noch an. Aber ich muss sagen, vorneweg schon mal von den drei Bestech Knives finde ich von Preis-Leistung her das Ding hier wirklich top. Das Krampus steht da noch BG02C Krampus D2 Stahl G10 Kombination. Klassischer Aufbau finde ich sowieso immer gut. G10 auf zwei Stahlplatinen. Kugellager, Flipper. Cooles Design, klasse Handlage. Also, Hammer das Teil. Und das stimmt halt auch noch bei den Chinesen. Preis-Leistung. Hier, Größenvergleich zum Pioneer. Da sieht man, ist schon ganz ordentlich. Auch ordentliche Klingenhöhe. 2,5 cm hohe Klinge. Ja, Bestech Knives. Auch wieder so eine Firma, die, wann sind die aufgetaucht? Letztes Jahr, 2017 oder schon 2016. Die kommen aus dem Nichts. In der Vita liest man dann, ja, Marktführer, wie bei so 20 anderen Herstellern. Schon seit 20 Jahren am Markt und produzieren OEM für andere Firmen, aber das ist so eine Masse, das ist nicht mehr überschaubar. Ich muss wirklich sagen, ich habe den Überblick verloren. Ich schaue auch nicht wirklich aktiv noch nach der Masse dieser ganzen chinesischen Folder. Es ist schon schwierig, den europäischen und amerikanischen Markt im Auge zu behalten, geschweige denn noch diesen gigantischen asiatischen Markt. Aber es kommt immer wieder, schwappen wieder mal coole Modelle hier auf den Markt. Und ich muss sagen, hier, das hier ist halt wirklich die Stärke der Chinesen. In diesem, sag ich mal, Budget-Bereich. Plus, minus, um die 50 Euro liefern die stellenweise Messer ab. Ich habe es erst letztens mit dem Arthur davon gehabt. Hier eben von der Phoenix-Messermarke. Das Jäger, das Reich Jäger, das ist auch an so ein Teil, ne, für 60 Euro, was du da für ein Fixblade bekommst, das ist einfach der Hammer. Und das können sie eben halt, die Chinesen, mit guten Materialien. Top. EDC-Taschenmesser in dieser niederen Preisklasse abzuliefern. Ich will es hier nicht von den ganz billigen Low-Budget-Messer hier, weil man kriegt ja auch für 9 Dollar irgendwelche Messer. Ne? Das lassen wir mal. Ich sag mal, ein ordentliches Taschenmesser, selbst aus guter chinesischer Produktion, das darf dann ruhig mal jenseits der 30 Euro kosten, weil man will doch ein bisschen mehr wie einfach nur das ganz billige, obwohl damals auch das Sanremo 710 für 5 Dollar, wo die ersten auf den Markt kommen, auch nicht schlecht waren. Aber das ist natürlich schon so ein bisschen eine andere Hausnummer. Mein aufwendig gefrästes G10, das musst du auch erstmal herstellen und ordentliche D2-Klinge da reinpacken. Ja. Und zwischen Händler und Händler müssen auch noch was verdienen und dann bist du halt mal bei so einem Messerchen. Ich habe jetzt keinen genauen Preis, aber so wie ich gehört habe, soll es jenseits der 40 und unter 50 Euro kosten. Aber selbst lass das mal in der 50-Euro-Klasse sein. Das ist wirklich ein super cooles EDC-Flipper
D2-Stahl ist sowieso geil. Mit klasse Handlage. Ja, also Debüt Best Tech Knives hier bestanden. In weiteren Videos werden wir uns dann mal noch Folder anschauen. Die Titanfolder anschauen, und da bin ich da mal gespannt, wie die so sind. Die sind auch so schon mal nicht schlecht verarbeitet, aber ich sag mal, dort stoßen dann halt heutzutage auch die Chinesen in Preisregionen vor und wollen ein bisschen was vom großen Budgetkuchenstück in der Messerszene abhaben, wo ich sage, würde ich heutzutage nicht mehr ausgeben wollen. Aber sowas hier lasse ich mir gefallen. Okay, Freunde, das war's mit Best Tech Messer Nummer 1. Danke fürs Reinsetzen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Ebeli. Macht's gut. Bye, bye.